Reactions. Reaction-Videos ist mittlerweile ein sehr, sehr fester Bestandteil von YouTube. Man braucht nur einmal durch YouTube durchscrollen und man sieht mindestens ein YouTube-Video, worum es um Reagieren geht. Denn das ist natürlich ein leichter Upload. Dieser Content auf YouTube klickt sich natürlich auch sehr, sehr gut, wenn natürlich auch die richtigen Leute darauf reagieren. Nicht bei jedem lohnt sich dieser Content. Denn wenn du wenig Abonnenten hast, lohnt sich das auch nicht besonders. Doch für die ganz großen Creator ist es ein Schmuckstück. Sie sind live, verdienen dadurch Geld und müssen nur reden. Doch was, wenn ich euch sage, dass dieser Content YouTube Deutschland zerstört? Wir kennen es doch alle. Wir haben uns was Wunderbares zu essen gemacht und wollen dazu etwas schauen. Und man scrollt und scrollt und findet irgendwie kein gutes Video. Und dann landet man eigentlich immer bei denselben Personen. Scheiße, nein, scheiße. Oh! Vielleicht liegt es einfach daran, dass die ganze Plattform voller Scheiße ist. Der einzige, der Qualität auf den Markt bringt, ist Jules. Mittlerweile gibt es bestimmt schon über hunderte Reaction-Kanäle. Und dann gibt es noch so Sachen wie... Man schaut eine Reaktion von einer Reaktion über eine Reaktion. Bro, was? Schon 2017 bis 2024 waren diese Reaction-Videos absolut der Burner. Schon damals konnte man unglaubliche Aufrufe erzielen. Durch Reaction sind natürlich auch ganz große Kanäle entstanden. Wie zum Beispiel El Mago, Maki, Kylie Ross, besser gesagt Pharao. Ja, okay, die Thumbnails waren immer ganz grenzwertig. Doch damit bist du damals sehr, sehr schnell erfolgreich geworden. Bis heute hat sich nicht viel geändert, außer dass man die Reactions in Twitch-Streams macht. Doppelt Money und so. Doch das Problem ist, dass durch die Reaction-Videos die ganz guten Videos in der Masse verschwinden. Und die Leute, die sich am meisten Mühe und den besten Content liefern, fliegen deswegen einfach auf die Fresse. Und die Leute, die zu viel Geld machen, müssen einfach nur chillen und reden. Egal, was auf YouTube vorgeschlagen ist, es ist immer ein Reaction-Video. Und wehe, das Video ist unter 8 Minuten. Denn dann müssen andere Mittel wieder greifen. Cool. Ich bin raus. Ach Gott, nicht schon wieder. Denn so Reaction-Videos können auch sehr, sehr viel Shitstorm bei anderen auslösen. Denn desto größere Leute drauf reagieren, desto stärker kann der ganze Shitstorm sein. Ich meine, wenn El Presidente drauf reagiert, geht es nie gut aus. Bevor ich dir Geschlechtsverkehr habe, wichse ich mir einfach lieber ein. Doch so Reaction-Videos haben nicht nur negativen Einfluss, sondern auch positiven. Denn wenn größere Creator auf kleinere Creator reagieren, kann ihr Kanal auch stark explodieren. Ich meine, wer würde nicht gerne von den El Presidente gepusht werden? Es wäre ja so, wie als würdest du mit Cristiano Ronaldo ein Foto machen. Nur in billig. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen. Doch so Reaction-Videos können auch echt krass eskalieren. Das beste Beispiel ist der Anzeigen-Hauptmeister. Es haben Dutzende Creator darauf reagiert. Und dadurch ist es komplett durch die Decke gegangen. Viele Leute, die die ganzen Reactions gesehen haben, sind sehr, sehr sauer geworden. Und es kam auch dazu, dass der gesucht wurde, gefunden wurde und sogar geschlagen wurde. Ich hoffe ja nicht, dass es so war. Dann. Und aktuell wird auch leider auf jeden Scheiß reagiert. What the fuck is this piece of shit? Das sollte sich auch so im Grenzen halten.